Meldungen haben die Märkte positiv auf die Ankündigung des Premierministers reagiert, dass die indische Regierung das britische Pfund stützen wird. Das Pfund ist um mehr als 2 Pence im Vergleich zum US-Dollar gestiegen. Das könnte als persönlicher Erfolg für Tom Dawkins gewertet werden. Obwohl er von Umweltaktivisten kritisiert wird, weil er bestehende internationale Abkommen bricht. Also, was wissen Sie? Ein Einbruch möglicherweise. Ein Zeichen für eine Auseinandersetzung. Jemand hat die Wohnung auf der Suche nach Wanzen auseinandergenommen. Oder die sind entfernt worden. War er denn verwanzt? Wenn es so war, wusste ich es nicht und wir sind es auch nicht gewesen. Wer war es dann? Zum Beispiel eine andere Dienststelle, die durch ihn an mich herankommen wollte. In der Hoffnung, er könnte indiskret sein. In Bezug auf Nightlight? Nightlight war ein Schlamassel, Tom. Das war meine Schuld, wie Sie sicher wissen. Einige Menschen denken, es hätte ein Jahr später den Tod eines MS6-Agenten zur Folge gehabt. Das ist allerdings ein großer Irrtum. Oh mein Gott. Sie wären nicht so weit gegangen. Nicht deswegen. Das Verwanzen vielleicht, aber nicht das. Nur weswegen sonst? Er könnte wegen dieses Fotos gestorben sein. Haben Sie es ihm gegeben? Ist das sein Blut? Also wir nehmen an, dass es eins von Said Khans Handyfotos ist. Sie haben es ihm also nicht gegeben? Nein. Wenn nicht Sie, wer dann? Wir haben vielleicht ein Problem. Die Times hat angerufen. Das hier werden Sie morgen bringen. Tom hat in der britischen Armee gedient, in Bosnien, bei einer UN. Friedensmission. Und weiter heißt es in dem Artikel, er sei widerrechtlich in eine Region vorgedrungen und er habe die Einsatzvorschriften der UN missachtet, um eine Übersetzerin zu befreien, die von Bewaffneten entführt worden war. Was soll daran falsch sein? Die Übersetzerin wurde getötet. Außerdem noch 3 Zivilisten und ein Corporal aus Toms Kompanie. Zivilisten? Sie sagten doch, es waren Bewaffnete. Kriminelle. Es waren keine Kämpfer. Meiner Meinung nach war das heldenhaft, kein Kriegsverbrechen. Aber er hat es damals vertuscht. Schlechtes Urteilsvermögen damals, schlechtes Urteilsvermögen heute. Felix, es gefällt Ihnen doch nur nicht, dass er tatsächlich etwas unternimmt. Er verhält sich wie ein durchgeknallter Marxist. Sich für kleine Betriebe einzusetzen, das ist also Marxismus? Und die Verstaatlichung einer Bank? Petrofex zur Rechenschaft zu ziehen und sich für die Menschen von Scarrow zu engagieren. Zivilisten zu erschießen? Steht diese Anschuldigung etwa im Raum? Ich habe Ihnen nur alles gesagt, was ich weiß. Irgendjemand sollte mit Tom sprechen. Wir kümmern uns darum. Ross, es heißt Sie oder ich, nicht wahr? Wie bitte? Wenn er gehen sollte. Tom, wenn. Ich habe eine Umfrage durchgeführt. Er schwimmt gegen den Strom. Er ist nicht begeistert. Holen Sie alles Kane her. Auf der Stelle. Verstehen Sie jetzt, warum ich nicht kandidieren wollte? Weil diese Geschichte herauskommen würde? Das ist ein Ablenkungsmanöver, Tom, und weiter gar nichts.
Zeigen Sie sich hier verwundbar, wird die Regierung darunter leiden. Nehmen Sie es gelassen, machen Sie weiter. Zeigen Sie Führungskompetenz. Haben Sie Zivilisten erschossen? Nein. Nein. Dann war es also nur ein Fehler vor 20 Jahren. Das bedeutet nicht, dass Sie heute Fehler machen. Ein Fehler, sagen Sie, ein gottverdammtes Fiasko. Sie müssen jetzt durchhalten. Tony Fawcett ist tot. Wir stolpern mit offenen Augen in einen Krieg mit dem Iran. Und die alte Geschichte wird wieder aufgerührt. Als unser Land Sie gebraucht hat, da sind Sie angetreten, Tom. Sie sind in der Schusslinie, das ist Ihr Job, das war damals so und so ist es heute auch. Wir wissen bisher noch nicht, was Tony Fawcett passiert ist. Ich kann Ihnen aber eins versichern. Er würde nicht wollen, dass Sie auf der Herrentoilette weinen. Er würde wollen, dass Sie Ihren Mann stehen und hohe Wellen schlagen. Es wäre besser gewesen, wenn Sie mir von den Leichen in Ihrem Keller berichtet hätten. Wollen Sie mir erzählen, Sie hätten es nicht gewusst? Natürlich habe ich es nicht gewusst. Und ich erinnere Sie daran, dass ich Sie Alice Kane betreffend gewarnt habe. Ich habe ihr nicht das Geringste erzählt. Woher? Das sind große, raue Kerle im Verteidigungsministerium, Tom. Und die Regierung hat die in letzter Zeit oft geärgert. Sie haben ihre Nimrod-Flotte verloren, ihre Flugzeugträger, Budget und Truppenstärke wurden drastisch reduziert. Und wenn diese Leute sich zunehmend in die Ecke gedrängt fühlen, sind sie allemal dazu fähig, einem Journalisten eine schmutzige Geschichte zuzuspielen, die richtig wehtut. Alice Kane ist jetzt hier. Sagen Sie bitte, das ist nur ein Witz. Verraten Sie mir, was für ein verfluchtes Spiel Sie hier veranstalten. Tun Sie etwa so, als hätte ich Ihnen nicht die Chance gegeben, mir Ihre Version zu erzählen? Und warum hätte ich das tun sollen? Klar, warum sollte ein Journalist jemandem helfen wollen? Sie können nicht auf einer derartig widerlichen Vergangenheit hocken und hoffen, Sie könnten es mit der Welt aufnehmen. Aber verdammt, ich habe Sie doch gewarnt und gesagt, dass da irgendwas los ist. Ich habe Sie gebeten, mir die Geschichte aus Ihrer Sicht zu erzählen. Sie sagten nur, da sei nichts. Sie hätten nichts dazu zu sagen. Ach, lecken Sie mich am Arsch, Tom Dawkins. Sie sind nicht der Einzige auf der Welt, der irgendwas verändern will. Muss ich jetzt Mitleid für Sie empfinden? Vergessen Sie den Scheiß. Die tolle Spitzenjournalistin? Zu groß für Ihre eigene Geschichte? Und jetzt will keiner mehr mit Ihnen reden? Das ist also Ihre Einschätzung von das mir? Das erzählen mir die Leute wenigstens immer. Und was sind Sie dann, bitte schön? Herrgott, nochmal, ich bin der Premierminister. Ich habe irgendwann eine anonyme E-Mail bekommen. Ein Bericht, den Sie über einen nicht genehmigten Einsatz verfasst haben. Es ging um die Rettung Ihrer Übersetzerin in Bosnien. Sie sind in eine Region eingedrungen, die für die britische Armee verboten war. Und 5 Menschen sind dann bei einem Feuergefecht erschossen worden, einschließlich der Übersetzerin und des Mannes, den Sie mitgenommen hatten. Corporal Aiden Farlow. Sie haben den Bericht überarbeitet. Es ist gelungen, mich dazu zu überreden, diesen Bericht zu überarbeiten. Man macht so etwas vermutlich mit den besten Absichten. Es geschieht auf einen guten Rat hin. Und dann will man daran glauben, dass es einem übergeordneten Wohl dient. Man weiß natürlich auch, dass es einem den Arsch retten wird. Und es verfolgt einen. Von jenem Tag an bis heute verfolgt es einen. Sie wollten Ihre Übersetzerin retten, richtig? Ich habe mit ihr geschlafen. Ich dachte, du wärst schon gegangen. Ich gehe jetzt. Du darfst das alles nicht persönlich nehmen. Mir sind auch schon Zielpersonen gestorben. Das ist hart. Aber er hat dich nicht gekannt, das darfst du nicht vergessen. Und du hast ihn nicht gekannt.
Ich denke, ich sollte ein bisschen Urlaub nehmen. Menschen, die auf unseren Listen stehen, stehen da aus einem Grund. Es ist unser Job, sie zu überwachen. Nicht mehr und nicht weniger. Nimm dir ein paar Tage frei. Irgendjemand hat Scheiße gebaut. Sie meinen, abgesehen von Ihnen? Fawcett ist Tom Dawkins engster Freund gewesen. Und die Blackbox, was ist damit nun eigentlich los? Vergessen Sie den Flugdatenschreiber. Der wird nie auftauchen. Und wenn Sie das erst gesehen haben, wird auch keiner mehr danach fragen. Diese Akte lässt keine Fragen offen. Sind Sie nun glücklich, ja? Fawcett hatte einige dieser Informationen? Woher hat er die bekommen? Wir vermuten von Tom Dawkins. Ich rufe Sie an. Geben Sie mir eine sichere Leitung zum Nachrichtendienst. Hallo? Ja, das ist richtig. Sie macht... In Ordnung. Wenden Sie sich bitte an die Pressestelle, so wie jeder andere auch. Haben inzwischen 30 britische Staatsangehörige gefangen genommen. Sie bezeichnen sie als Spione, was völlig absurd ist. Was sind das für Leute? Alle Ölunternehmen haben eine Notbesetzung im Iran für den Tag, an dem die Sanktionen aufgehoben werden. Dann sind es Ölarbeiter. Die UN-Sanktionen verbieten es westlichen Erdölunternehmen im Iran zu arbeiten, deswegen sagen die Iraner plötzlich, sie müssen sich unter falschem Etikett im Land aufhalten. Die Hardliner schlagen die Trommel im Wahlkampf. Die wissen genau, dass ihnen die Zeit davonläuft. Na, da sind sie nicht die Einzigen. Die wollen, dass wir ein riesiges Theater veranstalten, Drohungen ausstoßen und uns aufführen wie die kriegstreibenden Imperialisten, als die sie uns ständig darstellen. Ich nehme an, das wollen sie, ja. Und darauf sollten wir nun wie reagieren? Ich weiß, was Sie jetzt hören wollen, Tom. Sie wollen, dass ich sage, make love, not war, aber ich werde niemals... Sie erklären jetzt nicht stundenlang, wie die Welt funktioniert, nicht wahr, Ross? Dann hören Sie bitte endlich auf, sie auf unsere Kosten neu erfinden zu wollen. Und wenn Sie den Indern unser Familiensilber verkaufen wollen, reden Sie gefälligst vorher mit der Außenministerin. Oder fragen Sie den Finanzminister wenigstens. Die Allgemeinheit kommt immer stärker zu der Überzeugung, dass sie mehr oder weniger nur ein Strohfeuer sind. Und sie müssen eine Entscheidung bezüglich des Iran treffen. Unsere Partei hat 312 Abgeordnete, das wissen Sie ja. Und die haben uns damit beauftragt, alle wichtigen Entscheidungen zu treffen. Was sagen Sie da, Felix? Nichts, Felix hat gar nichts gesagt. Ist das richtig, Felix? Thank you.
es ja, John. Ihre Unterstützung hat mir geholfen. Und das bereitet Ihnen keine Sorgen? Sami Sharur hat Teheran in den letzten 3 Jahren mindestens 1 Dutzend Mal besucht. Er wurde außerdem dabei beobachtet, wie er diese Moschee betreten hat. Und die Imams dort sind für ihre besonders anti-westliche Haltung bekannt. Der Typ auf der rechten Seite steht der iranischen Führung außerordentlich nahe. Eine Madrasa in New York, bekannt für ihre höchst radikalen Ansichten. Er ist 2011 mehrere Male dort ein- und ausgegangen. Und Sie denken, dieser Sharur ist in Charles' Flugzeug gewesen? Oh, da sind wir uns sicher. Trotz der Tatsache, dass er nicht auf der Passagierliste stand? Sehen Sie, das Flugzeug war im Besitz von Petrofex. Er hat für die Firma gearbeitet. Ich denke, dass er erst spät an Bord gegangen ist. Genau wie Charles Flight. Wenn er nicht auf der Passagierliste gestanden hat. Da ist er. Da. Auf einem Foto, das Said Khan aufgenommen hat. Wer hatte Zugriff auf diese Fotos? Naja, nur 1 davon ist veröffentlicht worden. Und warum zum Teufel kommt das erst jetzt raus? Das Unternehmen wollte über seine Anwesenheit gern Stillschweigen bewahren, wegen seiner guten Kontakte zum Drohnentreibstoffteam. Welcher Kontakt war das? Er ist der Leiter gewesen. Also, die Umstände des Absturzes, über den so wenig Informationen zu erhalten waren, es hat leider ein bisschen länger gedauert, als wir gehofft hatten. Seit wann wissen Sie Näheres? Naja, wir haben mehrere unterschiedliche Spuren verfolgt. Es hat eine Weile gedauert, ich weiß, aber... Sie deuten also an, dass er, sagen wir, ein Agent der iranischen Regierung gewesen ist? Sehen Sie, seine Familie, die stammt eigentlich aus Syrien. Sharur wurde dort geboren und ist in den USA aufgewachsen. Aber alle haben sehr engen Kontakt zum Iran gehalten, Sami ganz besonders. Es sieht so aus, dass er die erstbeste Gelegenheit dem Premierminister zu schaden ergriffen hätte. Das wird uns wohl einen Krieg bescheren. Wir müssen diese Details unter strengstem Verschluss halten, bis wir absolute Sicherheit über die Fakten haben. Nun, die Amerikaner sind darüber natürlich informiert. Das Abkommen über Geheimdiensterkenntnisse... Ich wüsste nicht, dass sich jemand daran gehalten hätte, als es zu dem Abschuss durch die Drohne kam. Oh, es ist gut bei denen aufgehoben. Das möchte ich auch empfehlen. Ross, geben Sie uns einen Moment. Ich nehme an, die Strategie McLaughlin und War hat sich nun womöglich erledigt. Ich habe heute noch einen anderen Abzug von diesem Foto gesehen. Ach ja? Ja, allerdings. Er war blutbeschmiert. Von Tony Fawcett? Wie ist er da rangekommen? Ich kümmere mich darum. Letzten Endes sagen die Amerikaner, dass ihnen kein Mensch Kriegslust oder Unbeherrschtheit vorwerfen könnte, wenn sie einen Vergeltungsschlag führen. Das bedeutet? Es heißt gezielte Angriffe auf ihr nukleares Programm. Wie lange warten wir schon auf eine klare Rechtfertigung, um diese Einrichtungen zu zerstören? Aber Ross, mit derartigen Angriffen sorgen wir dafür, dass die Hardliner die Wahlen gewinnen. Wir spielen denen dadurch direkt in die Hände. Wissen Sie, welchen Fehler George Bush nach dem 11. September gemacht hat, Tom? Er hat das Wohlwollen der ganzen Welt verloren, indem er nach Afghanistan auch noch den Irak angegriffen hat. Wenn die Nachricht über das Attentat auf Charles Flight veröffentlicht wird, haben Sie eine äußerst günstige Gelegenheit, dass Ihnen alles verziehen wird. Und um den US-Außenminister zu zitieren, das ist ein sehr mächtiges Argument in Verbindung mit ein paar Tomahawk-Marschflugkörpern. Oh Gott. Aber Sie haben doch recht, oder? Wenn Sharur ein iranischer Agent war und Charles getötet hat, dann müssen wir jetzt dringend handeln. Genau. Wenn Sie Marschflugkörper in den Iran schicken, werden die Iraner selbstverständlich irgendwas zurückschicken.
Vielleicht nicht an uns, aber höchstwahrscheinlich nach Israel. Und wenn die Israelis in gleicher Weise reagieren, braucht man Eier, um das durchzuziehen. Naja, ohne den Flugdatenschreiber ist es aber eine Frage der Bewertung. Und zwar ihrer. Sie war nicht in der Lage, die Unterhaltung zu löschen. Aber sie hat ihr Bestes getan, sie zu blockieren und zu verschlüsseln. Aber Sie kriegen das wieder hin, oder? Es wäre eine Premiere, wenn nicht. Herrgott, wer ist denn da dran? Ich kann jetzt nicht sprechen. Ich muss sie sehen. Ich kann Ihnen sagen, was mit Tony passiert ist. Und mit Charles Flight. Aber ich kann jetzt nicht reden. Das Handy wird bestimmt abgehört. Also, Sie sind nicht Tony. Und da, wo Tony heute Abend ist, wird er keinesfalls reden können. In Ordnung? Jahre erfolgreicher Geschäfte und ihr beschissenes Geld zu transferieren, das zwingt meine Bank in die Knie. Machen Sie mir keine Vorwürfe, Michael. Ich leite das Unternehmen und nicht das Land. Also ständig der Letzte, der irgendetwas erfährt. Der Letzte, der was erfährt. Ich bin, sei immer wachsam, Sir. An Bord ist noch ein Platz frei. Was machen Sie hier? Sie haben meine Nachricht nicht bekommen? Ich möchte gern wissen, ob Sie eine Ahnung haben, wo Tony Fawcett sein könnte. Er ist tot, Süße. Deswegen können wir beide nur irgendwas vermuten. Ich meine, wo sich seine Leiche befindet. Sie sind schon mal hier gewesen, was? Wissen Sie, wo er jetzt ist? Er hat gesagt, ich könnte Ihnen trauen. Tony Fawcett hat das gesagt? Er ist bei meinem Cousin in Southgate. Ich hab es. Ich gehe davon aus, Sie sind auf meiner Seite. Alle anderen haben mich wohl abgeschrieben, aber ich habe immer noch... Naja, ich hab sie. Wo ist sie gerade? Und wenn ich sie also richtig verstehe, fragen Sie sich, ob dieser Bursche hier... Gravesands. Zuerst Scarrow und nun Sherua. Das nimmt inakzeptable Dimensionen an. Für die Öffentlichkeit sind Sie das Gesicht der Firma, Paul. Sie werden als Bauernopfer herhalten müssen. Und das sehen Sie ja alle so, ja? Sie sind alle damit einverstanden? Sie sehen es alle so? Dann fickt euch doch einfach, ihr Vollidioten! Vorsichtsmaßnahme. Ich kann jetzt nicht sprechen. Ich muss sie sehen. Ich kann Ihnen sagen, was mit Tony passiert ist. Und mit Charles Flight.
In diesem Augenblick ist sie gerade auf der Hangerford Bridge gewesen. Das Handy wird bestimmt abgehört. Also, Sie sind nicht Tony. Und da, wo Tony heute Abend ist, wird er keinesfalls reden können. Nein, sie ist nicht in Gravesend. Sie hat das Handy auf ein Schiff geworfen. Sie ist da, wo Tony Fawcett ist. Also, Sie haben Tony Fawcett verwanzt? Ja. Wieso? Das sagt man uns nicht. Auslösendes Wort? Neidleid. Fahren Sie fort. Ich habe ihn vielleicht auf dem Gewissen. Es tut mir schrecklich leid. Ich weiß, er ist Ihr Freund gewesen. Ich wollte ihm nur helfen, aber jetzt... Wie denn? Wissen Sie, wer Sami Sharur ist? Ja, natürlich. Ich dachte, der wäre für Charles Flights Tod verantwortlich. Ich habe diese Information an Tony weitergegeben. Wieso? Sie hatten das Vertrauen zu ihm verloren. Und das Ganze wissen Sie woher? Ich bin auf ihn angesetzt worden. Ich habe Ihre privaten Gespräche mit ihm abgehört. Wenn es Ihre Information war, die ihn getötet hat, ist er umsonst gestorben. Ich wusste nämlich schon über Sami Sharur Bescheid. Aber ich habe mich total vertan. Es war ja gar nicht Sharur. Tony hat es gesehen. Und ich wollte, dass Sie wissen, was er gesehen hat. Er hat gesagt, wenn wir das gesehen haben, dann haben andere es sicher auch erkannt. Welche anderen? Ich weiß, Sie sind meinetwegen hier. Was? Stehen bleiben. Ist sie da drin? Sie sind im Gespräch. Herr Premierminister, Sie sind in allergrößter Gefahr. Halt, bleiben Sie da stehen. Wir sind Geheimdienstagenten. Dann können Sie sich ausweisen. Herr Premierminister, treten Sie einen Schritt von Agnes Evans zurück. Wer hat Sie hergeschickt? Wir sind vom MI6. Wir haben die Information, dass sie bewaffnet sein könnte. Ich habe nicht vor, Ihnen etwas anzutun. Keinen Schritt weiter, klar? Nicht länger als eine Minute. So, alle die Hände hoch und ich will... Die wollen nicht, dass ich mit ihnen rede. Denken Sie, dass Tony deswegen ermordet wurde? Ich weiß es genau. Ich habe es gehört. Sie wollten sein Handy und sie wollten diese Fotos haben. Er dachte, etwas, das in diesem Behälter war, hat das Flugzeug runtergeholt. Er ist beschädigt worden. Ein Unfall. Er sagt, man könne es mit ihm vergleichen. Ein schrecklicher Absturz. Agnes Evans, ich nehme Sie wegen Preisgabe von Staatsgeheimnissen fest. Sie haben das Recht, hierzu zu schweigen. Aber alles, was Sie sagen, kann vor Gericht als Beweis gegen Sie verwendet werden. Ach, Herrgott, geht das nicht doch etwas anders? Herr Premierminister, wenn ich die vielleicht... Nein, dürfen Sie nicht, verdammt nochmal. Also, können Sie die Story veröffentlichen? Naja, das könnte ich schon. Aber beweisen die Fotos wirklich, was er gesagt hat? Schreiben Sie die Story, Alice. Tom, Sie tun absolut das Richtige. Wissen Sie schon, dass Felix irgendwas von einem Misstrauensvotum faselt? In solchen Zeiten wie diesen ist er durchgedreht. Was sagen die Iraner zu dem Ganzen? Nun ja, sie leugnen jede Verbindung zu Sharur oder zu Charles Flights Tod, natürlich. Es gibt allerdings Beweise und die Presse bohrt natürlich. Hier und in den USA. MI6, CIA. Langsam wird die Sache immer überzeugender. Naja, das, was ich habe, ist auch ziemlich überzeugend. Alice Kane ist wohl eher eine einsame Ruferin in der Wüste. Kämpfen Sie noch an meiner Seite, Tom? Gehen Sie schlafen, Tom. Alle warten auf Ihre Entscheidung, den Iran betreffend. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es die Zukunft ist, auf die es einzig und allein ankommt. Unser Land braucht Unternehmen wie Petrofex und die Royal Caledonian Bank. Sowohl Nationen als auch Konzerne müssen verantwortungsvoll geleitet werden.
Für den größten Nutzen der Aktionäre. Und mit Führungsqualitäten, die den Aufgaben angemessen sind. Ich glaube, wir haben die Zukunft unserer Unternehmen abgesichert. Und jetzt müssen wir alles in unserer Macht Stehende für unsere Freunde in der Regierung tun. Sir Michael. Was ist denn los? Wie ist das durchgesickert? Und Tom, Alice Kane ist gestern leider verhaftet worden. Wie lautet die Anklage? Verstoß gegen das Terrorismusgesetz. Soll das ein Scherz sein? Wegen des Besitzes von Dokumenten und Fotos. Das ist völliger Blödsinn. Es ist eine Fehlinformation. Sie wollen mich zu einem Krieg provozieren. Will unser ganzes Land einen Krieg mit dem Iran? Ist das deren Auffassung? Dass ich nur dieses eine Wort sagen muss und alle sind zufrieden? Das wäre ja das Allereinfachste in dieser verdammten Welt. Es ist ein Tag der Abrechnung für Tom Dawkins und die Mitglieder in seiner Regierung, die bezüglich des Iran und dessen mutmaßlicher Verstrickung in den Tod von Charles Flight zerstritten sind. Sind Sie nun dabei, ja oder nein? Sehr gut. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Danke. Ich will, dass Alice Kane heute noch freigelassen wird. Sofort. Sie war im Besitz von Dokumenten, die... Ja, die ich ihr gegeben habe. Wollen Sie mich auch verhaften lassen? Das würde das Leben erleichtern. Hören Sie, Laura. Er spricht sehr viel dafür, dass Ihr verehrter Kollege vom MI6 eine entscheidende Information über Charles Flights Tod zurückhält, die mit dem Iran kein bisschen zu tun hat. Und Alice Kane kennt diese Story. Sie gehört eindeutig zu den Guten, Laura. Genau wie Sie. Und wenn Sie schon dabei sind, sollten Sie Agnes Evans auch gleich freilassen. Ich möchte Sie bitten, Folgendes zu bedenken. Das Debakel um die Frist bei Petrofax, das Verbreiten von Staatsgeheimnissen im Zusammenhang mit dem Drohneneinsatz, der Kriegsverbrechervorwurf, die Demütigung, die er unserer großen Nation zufügt, indem er den Indern angeboten hat, Emissionszertifikate gegen Rupien zu tauschen. Und jetzt macht er Zugeständnisse an den Iran, obwohl eine ganz eindeutige Verbindung zu dem Attentat auf Charles Flight existiert. Allerdings. Tom? Tom? Es tut mir leid, dass Ihre Story begraben wurde. Da ist noch was anderes. Sie müssen dringend mit jemandem reden. Ich fürchte, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Wir stecken in einer Sackgasse. Hören Sie auf zu taktieren. Die haben unseren Premier getötet. Akzeptieren Sie es. Die Mehrheit der Menschen hier in unserem Land will aber keinen Krieg gegen den Iran führen. Das hier sind die einzigen Zahlen, die wichtig sind. Sie haben jetzt die Wahl. Kommen Sie augenblicklich in die Sitzung und kündigen Sie einen Vergeltungsschlag gegen den Iran an. Oder kommen Sie da rein und treten Sie zurück. Und wenn ich es nicht tue? Dann versammeln wir uns direkt nach unserer Debatte hier. Und dann wird absolut jeder, der auf dieser Liste steht, seinen rechten Arm hochheben und Sie dort aus dem Fenster werfen. Paul Clark ist da, Sir. Ich denke, Sie sollten sich anhören, was er zu sagen hat. Wissen Sie eigentlich, wieso wir immer wieder knietief in der Scheiße stecken, Tom? Wir beide? Wir sind leider nicht in die richtigen Schulen gegangen. Was soll das denn jetzt, Clark? Sie wollen mit Ihnen das Gleiche veranstalten wie mit mir. Die ziehen Sie jetzt aus dem Verkehr, kaltlächelnd. Die wollen alle einen Krieg, das sehen Sie ja. Das ist Ihr Problem. Das rettet Sie zwar aus dem Würgegriff der Banken, nur der Konflikt geht gleich wieder los. Das Kapital flüchtet sofort aus der Region, als gäbe es kein Morgen. Und so geht es weiter. Unsere Banken melken uns hundertprozentig ab. Und die Ölkonzerne, die Märkte, die multinationalen Unternehmen, die Amerikaner, das wirkt sich so ziemlich auf jeder Ebene aus. Meinen Sie nicht auch, Felix? Ich sage, wenn jemand deinen Premierminister tötet, schlägst du zurück und du schlägst hart zurück. Sharur ist gar kein Terrorist.
Er ist nur so häufig in den Iran gefahren, weil ich ihn da hingeschickt habe. Und diese Moschee in New York, er hat seinen Neffen da immer wieder am Schlawittchen rausgezerrt. Ich dachte nur, das dürfte Sie interessieren. Was ist mit Ihnen, Felix? Passen die Fakten nicht mehr zu Ihrer Strategie? Fakten von Paul Clark? Wir sehen uns gleich im Sitzungssaal. Wie fühlen Sie sich? Sie können es, Tom. Treten Sie aus dem Schatten und seien Sie ein ganzer Mann. Dank Ihnen ist es zum Greifen nah. Wollen Sie wirklich alles wegwerfen? Alles, was Sie je erreichen wollten. Sie stehen in den Startlöchern. Sie können es erreichen. Aber nur, wenn Sie sich hiervor nicht drücken. Denken Sie das etwa von mir? Dass ich mich drücke? Die hohen moralischen Werte, der Mann in einem weißen Anzug. Für etwas werben, aber nie wirklich dafür eintreten. Wollen Sie die Welt verändern, Tom? Dann müssen Sie allerdings zuerst in Ihr Leben. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, der Premierminister. Nicht die Iraner haben unseren Premierminister getötet. Was ist das? Ruhe! Ruhe! Lassen Sie den Premierminister sprechen! Ruhe! Petrofex hat es getan. Ruhe! Ruhe! Lassen Sie den Premierminister sprechen! Offenbar hat das Unternehmen eine Probe des neuen Drohnentreibstoffs in dem Flugzeug transportiert, in dem der Premierminister saß. Der gleiche Drohnentreibstoff, der, wie wir jetzt wissen, für die grauenvollen Folgen des Unglücks in Scarrow verantwortlich ist. Diese Explosion, die 19 Menschen das Leben gekostet hat und bei der es 94 Verletzte gab. Der Behälter ist bei einem Unfall am Flughafen von Houston in Texas beschädigt worden und kam höchstwahrscheinlich mit einem Katalysator in Kontakt, während das Flugzeug gerade durch ein schweres Gewitter flog. Bin ich mir sicher, was diese Information betrifft? Nein, bin ich nicht. Ruhe! Bin ich mir sicher, dass Sami Sharur das Flugzeug auf Anweisung der Iraner in die Luft gejagt hat? Nein, bin ich nicht. Bin ich mir sicher, dass ein undurchsichtiges Bündnis zwischen Märkten, Banken, Großunternehmen und den Amerikanern zusammenbricht, wenn der Frieden stattfindet? Nochmal, nein, bin ich nicht. Aber ich frage Sie, wollen wir zahllose britische und iranische Leben vernichten, aufgrund von Informationen, von deren Wahrheitsgehalt wir alles andere als überzeugt sind? Bitte sagen Sie es mir, denn Sie alle werden nachher darüber abstimmen. Begeben wir uns also ausnahmsweise mal in die Schusslinie, so wie Agnes Evans es getan hat und Tony Fawcett es getan hat. Lassen Sie uns die Parteidisziplin vergessen. Vergessen wir auch unsere eigenen Interessen. Vergessen wir auch die Vertrauensfrage. Jeder Einzelne von uns sollte jetzt nur an das eine denken. Ist dieser Krieg wirklich gerechtfertigt? Ist Krieg das, was die Menschen in unserem Land wollen? Ruhe! Können wir dadurch wirklich erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen? Und wenn nicht, was passiert dann? Ruhe! Ruhe! Nun, ich werde Ihnen sagen, was ich für richtig halte. Wir sollten die Wünsche der Bevölkerung unseres Landes vertreten. Nicht die Unternehmen und ihre Lobbyisten, die uns gern fürstlich einladen, oder die Banken und Multis, die uns erklären wollen, wie die Welt funktioniert. Und nicht die Gewerkschaften, die alle Dinge an sich reißen. Nicht die satten Staatsdiener oder die kriegsbegeisterten Generäle oder die Sicherheitschefs. Nicht die Medienzare oder die millionenschweren Geldgeber, die zum Dinner in Number 10 eingeladen werden wollen. Nicht die Fraktionschefs, nicht die Parteilinie, nicht den aktuellen Status quo. Die Bevölkerung unseres Landes, und das möchte ich Ihnen sagen, die will keinesfalls einen weiteren Krieg führen. Und da bin ich mir sicher. So sicher, dass ich meine politische Karriere darauf setze. Tom, bitte, es ist genug. Nein, John, es ist nicht genug. Es ist noch nicht annähernd genug. Ich verrate Ihnen, wovon wir nicht genug haben sollten. Wir können nicht genug aus unserer Vergangenheit lernen, anstatt mit Gewalt einen weiteren, ungerechtfertigten, illegalen Krieg anzufangen. Was wäre genug?
Ich sage, es wäre genug, wenn in dieses Haus die Demokratie zurückkehren würde und in das Land, das es repräsentiert. Und zu diesem Zweck schlage ich den noch nie dagewesenen Weg ein und werde heute meiner eigenen Regierung die Vertrauensfrage stellen. Wenn Sie also Krieg mit dem Iran wollen und wenn Sie weitermachen wollen, so wie bisher auch, dann nur zu. Votieren Sie gern gegen mich. Aber wenn Sie dazu bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen und wenn Sie nicht zu müde sind, in neue Regionen vorzustoßen und für etwas zu kämpfen, das Ihnen ehrlichen Herzens wichtig ist, etwas, von dem Sie überzeugt sind, dass es berechtigt ist, schließen Sie sich mir an und wagen Sie es heute, gegen diese Regierung zu stimmen. Es reicht. Machen Sie Platz. Als ich Ihnen das erste Mal begegnet bin, habe ich nicht geglaubt, dass Sie stark genug sind. Aber heute denke ich, Sie könnten es vielleicht doch schaffen, wissen Sie? Ich glaube wirklich, dass es Ihnen gelingt. Ich weiß es nicht. Sie kommen an der Spitze an. Und dann müssen Sie erkennen, dass Sie gerade erst in der Mitte sind. Ja, bitte. Er hat dich nicht gekannt, das darfst du nicht vergessen. Und du hast ihn nicht gekannt. Ich denke, ich sollte ein bisschen Urlaub nehmen. Menschen, die auf unseren Listen stehen, stehen da aus einem Grund. Es ist unser Job, sie zu überwachen. Nicht mehr und nicht weniger. Nimm dir ein paar Tage frei. Hm?
Irgendjemand hat Scheiße gebaut. Sie meinen abgesehen von Ihnen? Fawcett ist Tom Dawkins engster Freund gewesen. Und die Blackbox, was ist damit nun eigentlich los? Vergessen Sie den Flugdatenschreiber. Der wird nie auftauchen. Und wenn Sie das erst gesehen haben, wird auch keiner mehr danach fragen. Diese Akte lässt keine Fragen offen. Sind Sie nun glücklich, ja? Fawcett hatte einige dieser Informationen? Woher hat er die bekommen? Wir vermuten von Tom Dawkins. Ich rufe Sie an. Geben Sie mir eine sichere Leitung zum Nachrichtendienst. Ja, hallo? Ja, das ist richtig. Sie macht... In Ordnung. Gegen Rupien zu tauschen. Und jetzt macht er Zugeständnisse an den Iran, obwohl eine ganz eindeutige Verbindung zu dem Attentat auf Charles Flight existiert. Allerdings. Tom? Tom? Es tut mir leid, dass Ihre Story begraben wurde. Da ist noch was anderes. Sie müssen dringend mit jemandem reden. Ich fürchte, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Wir stecken in einer Sackgasse. Hören Sie auf zu taktieren. Die haben unseren Premier getötet. Akzeptieren Sie es. Die Mehrheit der Menschen hier in unserem Land will aber keinen Krieg gegen den Iran führen. Das hier sind die einzigen Zahlen, die wichtig sind. Sie haben jetzt die Wahl. Kommen Sie augenblicklich in die Sitzung und kündigen Sie einen Vergeltungsschlag gegen den Iran an. Oder kommen Sie da rein und treten Sie zurück. Und wenn ich es nicht tue? Dann versammeln wir uns direkt nach unserer Debatte hier. Und dann wird absolut jeder, der auf dieser Liste steht, seinen rechten Arm hochheben und Sie dort aus dem Fenster werfen. Paul Clark ist da, Sir. Ich denke, Sie sollten sich anhören, was er zu sagen hat. Wissen Sie eigentlich, wieso wir immer wieder knietief in der Scheiße stecken, Tom? Wir beide? Wir sind leider nicht in die richtigen Schulen gegangen. Was soll das denn jetzt, Clark? Sie wollen mit Ihnen das Gleiche veranstalten wie mit mir. Die ziehen Sie jetzt aus dem Verkehr, kaltlächelnd. Die wollen alle einen Krieg, das sehen Sie ja. Das ist Ihr Problem. Das rettet Sie zwar aus dem Würgegriff der Banken, nur der Konflikt geht gleich wieder los. Das Kapital flüchtet sofort aus der Region, als gäbe es kein Morgen. Und so geht es weiter. Unsere Banken melken uns hundertprozentig ab. Und die Ölkonzerne, die Märkte, die multinationalen Unternehmen, die Amerikaner, das wirkt sich so ziemlich auf jeder Ebene aus. Meinen Sie nicht auch, Felix? Ich sage, wenn jemand deinen Premierminister tötet, schlägst du zurück und du schlägst hart zurück. Sharur ist gar kein Terrorist. Er ist nur so häufig in den Iran gefahren, weil ich ihn da hingeschickt habe. Und diese Moschee in New York, er hat seinen Neffen da immer wieder am Schlawittchen rausgezerrt. Ich dachte nur, das dürfte Sie interessieren. Was ist mit Ihnen, Felix? Passen die Fakten nicht mehr zu Ihrer Strategie? Fakten von Paul Clark? Wir sehen uns gleich im Sitzungssaal. Fühlen Sie sich? Sie können es, Tom. Treten Sie aus dem Schatten und seien Sie ein ganzer Mann. Dank Ihnen ist es zum Greifen nah. Wollen Sie wirklich alles wegwerfen? Alles, was Sie je erreichen wollten. Sie stehen in den Startlöchern.
Das wird uns wohl einen Krieg bescheren. Wir müssen diese Details unter strengstem Verschluss halten, bis wir absolute Sicherheit über die Fakten haben. Nun, die Amerikaner sind darüber natürlich informiert. Das Abkommen über Geheimdiensterkenntnisse... Ich wüsste nicht, dass sich jemand daran gehalten hätte, als es zu dem Abschuss durch die Drohne kam. Es ist gut bei denen aufgehoben. Das möchte ich auch empfehlen. Ross, geben Sie uns einen Moment. Ich nehme an, die Strategie McLaughlin und War hat sich nun womöglich erledigt. Ich habe heute noch einen anderen Abzug von diesem Foto gesehen. Ach ja? Ja, allerdings. Er war blutbeschmiert. Von Tony Fawcett? Wie ist er da rangekommen? Ich kümmere mich darum. Letzten Endes sagen die Amerikaner, dass ihnen kein Mensch Kriegslust oder Unbeherrschtheit vorwerfen könnte, wenn sie einen Vergeltungsschlag führen. Das bedeutet? Es heißt gezielte Angriffe auf ihr nukleares Programm. Wie lange warten wir schon auf eine klare Rechtfertigung, um diese Einrichtungen zu zerstören? Aber Ross, mit derartigen Angriffen sorgen wir dafür, dass die Hardliner die Wahlen gewinnen. Wir spielen ihnen dadurch direkt in die Hände. Wissen Sie, welchen Fehler George Bush nach dem 11. September gemacht hat, Tom? Er hat das Wohlwollen der ganzen Welt verloren, indem er nach Afghanistan auch noch den Irak angegriffen hat. Wenn die Nachricht über das Attentat auf Charles Flight veröffentlicht wird, haben Sie eine äußerst günstige Gelegenheit, dass Ihnen alles verziehen wird. Und um den US-Außenminister zu zitieren, das ist ein sehr mächtiges Argument in Verbindung mit ein paar Tomahawk-Marschflugkörpern. Oh Gott. Aber Sie haben doch recht, oder? Wenn Sharur ein iranischer Agent war und Charles getötet hat, dann müssen wir jetzt dringend handeln. Genau. Wenn Sie Marschflugkörper in den Iran schicken, werden die Iraner selbstverständlich irgendwas zurückschicken. Vielleicht nicht an uns, aber höchstwahrscheinlich nach Israel. Und wenn die Israelis in gleicher Weise reagieren, braucht man Eier, um das durchzuziehen. Naja, ohne den Flugdatenschreiber ist es aber eine Frage der Bewertung. Und zwar Ihrer. Gefangen genommen. Sie bezeichnen sie als Spione, was völlig absurd ist. Was sind das für Leute? Alle Ölunternehmen haben eine Notbesetzung im Iran für den Tag, an dem die Sanktionen aufgehoben werden. Dann sind es Ölarbeiter. Die UN-Sanktionen verbieten es westlichen Erdölunternehmen im Iran zu arbeiten. Deswegen sagen die Iraner plötzlich, sie müssen sich unter falschem Etikett im Land aufhalten. Die Hardliner schlagen die Trommel im Wahlkampf. Die wissen genau, dass ihnen die Zeit davonläuft. Na, da sind sie nicht die Einzigen. Die wollen, dass wir ein riesiges Theater veranstalten, Drohungen ausstoßen und uns aufführen wie die kriegstreibenden Imperialisten, als die sie uns ständig darstellen. Ich nehme an, das wollen sie, ja. Und darauf sollten wir nun wie reagieren? Ich weiß, was Sie jetzt hören wollen, Tom. Sie wollen, dass ich sage, make love, not war, aber ich werde niemals... Sie erklären jetzt nicht stundenlang, wie die Welt funktioniert, nicht wahr, Ross? Dann hören Sie bitte endlich auf, sie auf unsere Kosten neu erfinden zu wollen. Und wenn Sie den Indern unser Familiensilber verkaufen wollen, reden Sie gefälligst vorher mit der Außenministerin. Oder fragen Sie den Finanzminister wenigstens. Die Allgemeinheit kommt immer stärker zu der Überzeugung, dass sie mehr oder weniger nur ein Strohfeuer sind. Und sie müssen eine Entscheidung bezüglich des Iran treffen. Unsere Partei hat 312 Abgeordnete, das wissen Sie ja. Und die haben uns damit beauftragt, alle wichtigen Entscheidungen zu treffen. Was sagen Sie da, Felix? Nichts, Felix hat gar nichts gesagt. Ist das richtig, Felix? Danke sehr, John. Ihre Unterstützung hat mir geholfen. Und das bereitet Ihnen keine Sorgen? Sami Sharur hat Teheran in den letzten 3 Jahren mindestens 12 Mal besucht. Er wurde außerdem dabei beobachtet, wie er diese Moschee betreten hat. Und die Imams dort sind für ihre besonders anti-westliche Haltung bekannt.
Der Typ auf der rechten Seite steht der iranischen Führung außerordentlich nahe. Eine Madrasa in New York, bekannt für ihre höchst radikalen Ansichten. Er ist 2011 mehrere Male dort ein- und ausgegangen. Und Sie denken, dieser Sharur ist in Charles' Flugzeug gewesen? Oh, da sind wir uns sicher. Trotz der Tatsache, dass er nicht auf der Passagierliste stand? Sehen Sie, das Flugzeug war im Besitz von Petrofex. Er hat für die Firma gearbeitet. Ich denke, dass er erst spät an Bord gegangen ist. Genau wie Charles Flight. Wenn er nicht auf der Passagierliste gestanden hat. Da ist er. Da. Auf einem Foto, das Said Khan aufgenommen hat. Wer hatte Zugriff auf diese Fotos? Naja, nur eins davon ist veröffentlicht worden. Und warum zum Teufel kommt das erst jetzt raus? Das Unternehmen wollte über seine Anwesenheit gern Stillschweigen bewahren, wegen seiner guten Kontakte zum Drohnentreibstoffteam. Welcher Kontakt war das? Er ist der Leiter gewesen. Und das bereitet Ihnen keine Sorgen? Sami Sharur hat Teheran in den letzten 3 Jahren mindestens 1 Dutzend Mal besucht. Er wurde außerdem dabei beobachtet, wie er diese Moschee betreten hat. Und die Imams dort sind für ihre besonders anti-westliche Haltung bekannt. Der Typ auf der rechten Seite steht der iranischen Führung außerordentlich nahe. Eine Madrasa in New York, bekannt für ihre höchst radikalen Ansichten. Er ist 2011 mehrere Male dort ein- und ausgegangen. Und Sie denken, dieser Sharur ist in Charles' Flugzeug gewesen? Oh, da sind wir uns sicher. Trotz der Tatsache, dass er nicht auf der Passagierliste stand? Sehen Sie, das Flugzeug war im Besitz von Petrofex. Er hat für die Firma gearbeitet. Ich denke, dass er erst spät an Bord gegangen ist. Genau wie Charles Flight. Wenn er nicht auf der Passagierliste gestanden hat. Da ist er. Da. Auf einem Foto, das Said Khan aufgenommen hat. Wer hatte Zugriff auf diese Fotos? Naja, nur eins davon ist veröffentlicht worden. Und warum zum Teufel kommt das erst jetzt raus? Das Unternehmen wollte über seine Anwesenheit gern Stillschweigen bewahren, wegen seiner guten Kontakte zum Drohnentreibstoffteam. Welcher Kontakt war das? Er ist der Leiter gewesen. Also, die Umstände des Absturzes, über den so wenig Informationen zu erhalten waren, es hat leider ein bisschen länger gedauert, als wir gehofft hatten. Seit wann wissen Sie Näheres? Naja, wir haben mehrere unterschiedliche Spuren verfolgt. Es hat eine Weile gedauert, ich weiß, aber... Sie deuten also an, dass er, sagen wir, ein Agent der iranischen Regierung gewesen ist? Sehen Sie, seine Familie, die stammt eigentlich aus Syrien. Sharur wurde dort geboren und ist in den USA aufgewachsen. Aber alle haben sehr engen Kontakt zum Iran gehalten, Sami ganz besonders. Es sieht so aus, dass er die erstbeste Gelegenheit dem Premierminister zu schaden ergriffen hätte. Das wird uns wohl einen Krieg bescheren. Wir müssen diese Details unter strengstem Verschluss halten, bis wir absolute Sicherheit über die Fakten haben. Nun, die Amerikaner sind darüber natürlich informiert. Das Abkommen über Geheimdiensterkenntnisse... Ich wüsste nicht, dass sich jemand daran gehalten hätte, als es zu dem Abschuss durch die Drohne kam. Oh, es ist gut bei denen aufgehoben. Das möchte ich auch empfehlen. Ross, geben Sie uns einen Moment. Ich nehme an, die Strategie McLaughlin und War hat sich nun womöglich erledigt. Ich dachte, du wärst schon gegangen. Ich gehe jetzt. Du darfst das alles nicht persönlich nehmen. Mir sind auch schon Zielpersonen gestorben, das ist hart. Aber er hat dich nicht gekannt, das darfst du nicht vergessen. Und du hast ihn nicht gekannt. Ich denke, ich sollte ein bisschen Urlaub nehmen. Menschen, die auf unseren Listen stehen, stehen da aus einem Grund. Es ist unser Job, sie zu überwachen. Nicht mehr und nicht weniger. Nimm dir ein paar Tage frei. Hm?
Irgendjemand hat Scheiße gebaut. Sie meinen abgesehen von Ihnen? Fawcett ist Tom Dawkins engster Freund gewesen. Und die Blackbox, was ist damit nun eigentlich los? Vergessen Sie den Flugdatenschreiber. Der wird nie auftauchen. Und wenn Sie das erst gesehen haben, wird auch keiner mehr danach fragen. Diese Akte lässt keine Fragen offen. Sind Sie nun glücklicher? Fawcett hatte einige dieser Informationen? Woher hat er die bekommen? Wir vermuten von Tom Dawkins. Ich rufe Sie an. Geben Sie mir eine sichere Leitung zum Nachrichtendienst. Hallo? Ja, das ist richtig. Sie macht... In Ordnung. Was gemacht hat Tom? Er hat das Wohlwollen der ganzen Welt verloren, indem er nach Afghanistan auch noch den Irak angegriffen hat. Wenn die Nachricht über das Attentat auf Charles Flight veröffentlicht wird, haben Sie eine äußerst günstige Gelegenheit, dass Ihnen alles verziehen wird. Und um den US-Außenminister zu zitieren, das ist ein sehr mächtiges Argument in Verbindung mit ein paar Tomahawk-Marschflugkörpern. Oh Gott. Aber Sie haben doch recht, oder? Wenn Sharur ein iranischer Agent war und Charles getötet hat, dann müssen wir jetzt dringend handeln. Genau. Wenn Sie Marschflugkörper in den Iran schicken, werden die Iraner selbstverständlich irgendwas zurückschicken. Vielleicht nicht an uns, aber höchstwahrscheinlich nach Israel. Und wenn die Israelis in gleicher Weise reagieren, braucht man Eier, um das durchzuziehen. Naja, ohne den Flugdatenschreiber ist es aber eine Frage der Bewertung. Und zwar Ihrer. Sie war nicht in der Lage, die Unterhaltung zu löschen. Aber sie hat ihr Bestes getan, sie zu blockieren und zu verschlüsseln. Aber Sie kriegen das wieder hin, oder? Es wäre eine Premiere, wenn nicht. Herrgott, wer ist denn da dran? Ich kann jetzt nicht sprechen. Ich muss Sie sehen. Ich kann Ihnen sagen, was mit Tony passiert ist. Und mit Charles Flight. Aber ich kann jetzt nicht reden. Das Handy wird bestimmt abgehört. Also, Sie sind nicht Tony. Und da, wo Tony heute Abend ist, wird er keinesfalls reden können. In Ordnung? Jahre erfolgreicher Geschäfte und ihr beschissenes Geld zu transferieren, das zwingt meine Bank in die Knie. Irgendjemand hat Scheiße gebaut. Sie meinen abgesehen von Ihnen? Fawcett ist Tom Dawkins engster Freund gewesen. Und die Blackbox, was ist damit nun eigentlich los? Vergessen Sie den Flugdatenschreiber. Der wird nie auftauchen. Und wenn Sie das erst gesehen haben, wird auch keiner mehr danach fragen. Diese Akte lässt keine Fragen offen.
Sind Sie nun glücklicher? Fawcett hatte einige dieser Informationen? Woher hat er die bekommen? Wir vermuten von Tom Dawkins. Ich rufe Sie an. Geben Sie mir eine sichere Leitung zum Nachrichtendienst. Ja, hallo? Ja, das ist richtig. Sie macht... In Ordnung. Wenden Sie sich bitte an die Pressestelle, so wie jeder andere auch. Haben inzwischen 30 britische Staatsangehörige gefangen genommen. Sie bezeichnen sie als Spione, was völlig absurd ist. Was sind das für Leute? Alle Ölunternehmen haben eine Notbesetzung im Iran für den Tag, an dem die Sanktionen aufgehoben werden. Dann sind es Ölarbeiter. Die UN-Sanktionen verbieten es westlichen Erdölunternehmen im Iran zu arbeiten, deswegen sagen die Iraner plötzlich, sie müssen sich unter falschem Etikett im Land aufhalten. Die Hardliner schlagen die Trommel im Wahlkampf. Die wissen genau, dass ihnen die Zeit davonläuft. Na, da sind sie nicht die Einzigen. Die wollen, dass wir ein riesiges Theater veranstalten, Drohungen ausstoßen und uns aufführen wie die Krieg... Was sagen die Iraner zu dem Ganzen? Nun ja, sie leugnen jede Verbindung zu Sharur oder zu Charles Flights Tod, natürlich. Es gibt allerdings Beweise und die Presse bohrt natürlich. Hier und in den USA. MI6, CIA. Langsam wird die Sache immer überzeugender. Naja, das, was ich habe, ist auch ziemlich überzeugend. Alice Kane ist wohl eher eine einsame Ruferin in der Wüste. Kämpfen Sie noch an meiner Seite, John? Gehen Sie schlafen, Tom. Alle warten auf Ihre Entscheidung, den Iran betreffend. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es die Zukunft ist, auf die es einzig und allein ankommt. Unser Land braucht Unternehmen wie Petrofex und die Royal Caledonian Bank. Sowohl Nationen als auch Konzerne müssen verantwortungsvoll geleitet werden. Für den größten Nutzen der Aktionäre. Und mit Führungsqualitäten, die den Aufgaben angemessen sind. Ich glaube, wir haben die Zukunft unserer Unternehmen abgesichert. Und jetzt müssen wir alles in unserer Macht Stehende für unsere Freunde in der Regierung tun. Sir Michael. Was ist denn los? Wie ist das durchgesickert? Und Tom, Alice Kane ist gestern leider verhaftet worden. Wie lautet die Anklage? Verstoß gegen das Terrorismusgesetz. Soll das ein Scherz sein? Wegen des Besitzes von Dokumenten und Fotos. Das ist völliger Blödsinn. Es ist eine Fehlinformation. Sie wollen mich zu einem Krieg provozieren. Will unser ganzes Land einen Krieg mit dem Iran? Ist das deren Auffassung? Dass ich nur dieses eine Wort sagen muss und alle sind zufrieden? Das wäre ja das Allereinfachste in dieser verdammten Welt. Thank you.
Es ist ein Tag der Abrechnung für Tom Dawkins und die Mitglieder in seiner Regierung, die bezüglich des Iran und dessen mutmaßlicher Verstrickung in den Tod von Charles Flight zerstritten sind. Sind Sie nun dabei, ja oder nein? Sehr gut. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Danke. Terrorismusgesetz. Soll das ein Scherz sein? Wegen des Besitzes von Dokumenten und Fotos. Das ist völliger Blödsinn. Es ist eine Fehlinformation. Sie wollen mich zu einem Krieg provozieren. Will unser ganzes Land einen Krieg mit dem Iran? Ist das deren Auffassung? Dass ich nur dieses eine Wort sagen muss und alle sind zufrieden? Das wäre ja das Allereinfachste in dieser verdammten Welt. Es ist ein Tag der Abrechnung für Tom Dawkins und die Mitglieder in seiner Regierung, die bezüglich des Iran und dessen mutmaßlicher Verstrickung in den Tod von Charles Flight zerstritten sind. Sind Sie nun dabei, ja oder nein? Sehr gut. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Danke. Ich will, dass Alice Kane heute noch freigelassen wird. Sofort. Sie war im Besitz von Dokumenten, die... Ja, die ich ihr gegeben habe. Wollen Sie mich auch verhaften lassen? Das würde das Leben erleichtern. Hören Sie, Laura. Er spricht sehr viel dafür, dass Ihr verehrter Kollege vom MI6 eine entscheidende Information über Charles Flights Tod zurückhält, die mit dem Iran kein bisschen zu tun hat. Und Alice Kane kennt diese Story. Sie gehört eindeutig zu den Guten, Laura. Genau wie Sie. Und wenn Sie schon dabei sind, sollten Sie Agnes Evans auch gleich freilassen. Ich möchte Sie bitten, Folgendes zu bedenken. Das Debakel um die Frist bei Petrofax, das Verbreiten von Staatsgeheimnissen im Zusammenhang mit dem Drohneneinsatz, der Kriegsverbrechervorwurf, die Demütigung, die er unserer großen Nation zufügt, indem er den Indern angeboten hat, Emissionszertifikate gegen Rupien zu tauschen. Und jetzt macht er Zugeständnisse an den Iran, obwohl eine ganz eindeutige Verbindung zu dem Attentat auf Charles Flight existiert. Allerdings. Tom? Tom? Es tut mir leid, dass Ihre Story begraben wurde. Da ist noch was anderes. Sie müssen dringend mit jemandem reden. Ich fürchte, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Wir stecken in einer Sackgasse. Hören Sie auf zu taktieren. Die haben unseren Premier getötet. Akzeptieren Sie es. Die Mehrheit der Menschen hier in unserem Land will aber keinen Krieg gegen den Iran führen. Das hier sind die einzigen Zahlen, die wichtig sind. Sie haben jetzt die Wahl. Kommen Sie augenblicklich in die Sitzung und kündigen Sie einen Vergeltungsschlag gegen den Iran an. Oder kommen Sie da rein und treten Sie zurück. Und wenn ich es nicht tue? Dann versammeln wir uns direkt nach unserer Debatte hier und dann wird absolut...